Vor ein paar Wochen haben wir uns bereits den Amazon Echo Dot angeschaut und heute widmen wir uns mal dem großen Bruder, dem Amazon Echo. Mit diesem Produkt stieg Amazon im Juni 2015 in das Smart Home Geschäft ein und konnte schon damals mit dem virtuellen Assistenten Alexa überzeugen. Was der Amazon Echo so drauf hat, klären wir in diesem Video. Los geht's! Der Amazon Echo kommt in dieser schicken Verpackung daher und wir sehen das Produkt gleich mal in seiner vollen Pracht abgebildet. Des Weiteren befinden sich hier auch gleich mal ein paar Befehle, welche ihr eurem virtuellen Assistenten erteilen könnt, wie beispielsweise das Überprüfen der Verkehrslage. Bevor wir uns jedoch mit den einzelnen Funktionalitäten des Amazon Echos beschäftigen, schauen wir uns noch kurz den Rest der Verpackung an. Auf der rechten Seite sind nochmal ein paar der wichtigsten Kernfunktionalitäten des Echos abgebildet, sowie der Lieferumfang und einige Skills, mit denen der Amazon Echo beworben wird, wie beispielsweise die Kompatibilität mit Spotify und Philips Hue. Auf der Rückseite sieht das Ganze ziemlich ähnlich aus, auch hier sind die einzelnen Funktionalitäten des Echos nochmal im Detail aufgelistet und auch die technischen Highlights wie WLAN, Bluetooth und der Alexa Sprachservice sind aufgedruckt. Auf der linken Seite befindet sich dann lediglich noch das Amazon Echo Logo und ansonsten war es dann auch schon wieder mit der Verpackung. Von daher würde ich sagen, reden wir nicht mehr lange drum rum und packen wir das gute Stück doch auch gleich mal aus. Hierzu müssen wir als erstes mal die Klebestreifen auf der oberen und unteren Seite entfernen, bevor wir die Hülle der Verpackung entfernen können. Dahinter verbirgt sich ein schwarzer Karton mit dem Amazon Logo, in welchem sich der Amazon Echo sowie sämtliches Zubehör befindet. Zu diesem gehört einmal ein bisschen Lesezeug, ein weiterer schwarzer Karton und ansonsten war es dann auch schon wieder mit dem Lieferumfang. Von daher gleich mal weg damit und schauen wir uns die einzelnen Teile mal etwas genauer an. Anfangen möchte ich wie immer mit dem Lesestoff. Dieser besteht aus ein paar Produktinformationskärtchen und einer Art Quick Start Guide mit einigen Befehlen, welche ihr eurem Amazon Echo erteilen könnt. Weiter geht es dann mit dem zweiten schwarzen Karton, in welchem sich das Netzteil befindet. Während beim Echo Dot noch auf Micro-USB und einem komplett schwarzen Netzteil gesetzt wurde, bekommt ihr hier ein 21 Watt All-in-One-Paket mit DC-Stecker. Ich sehe, dass Technik-Fault hier schon Panik schieben, denn beim Netzteil wurde tatsächlich auf einen Panda-Look mit Schwarz und Weiß gesetzt, aber ich kann euch beruhigen, die weißen Elemente sieht man im eingesteckten Modus sowieso nicht mehr. Ansonsten befindet sich nur noch das Amazon-Logo im Netzteil, wie sollte es anders sein, und das war's dann auch schon wieder mit diesem Part. Und nun kommen wir endlich zum Star dieser Show, und zwar dem Amazon Echo selbst. Dieser ist nochmal in einer Plastikhülle eingepackt und wenn wir diese entfernt haben, haben wir ihn dann auch endlich in voller Pracht vor uns, den Amazon Echo. Auf den ersten Blick macht er einen sehr guten Eindruck, er wirkt sehr solide und hat auch ein angemessenes Gewicht, was ich bei solchen Produkten immer sehr wichtig finde. Vom Design her muss ich sagen, sticht der Amazon Echo nicht wirklich raus, was bei Smart Home Produkten jedoch auch gewollt und gewünscht ist. Klar finde ich Google Home etwas ansprechender, aber auch der Echo ist jetzt nicht unbedingt hässlich. Dein Amazon Echo kann jetzt eingerichtet werden. Folge einfach den Anweisungen in deiner Alexa-App. Die Einrichtung des Amazon Echos wird ausschließlich am Smartphone über die Alexa-App durchgeführt, welche sowohl für iOS als auch für Android und Fire OS-Geräte erhältlich ist. Die Einrichtung ist ziemlich simpel und kann innerhalb von ein paar Minuten durchgeführt werden. Nachdem der Amazon Echo eingerichtet ist, können wir auch gleich mal die einzelnen Funktionalitäten testen. Alexa, wie wird das Wetter morgen in München? Wie ihr seht, leuchtet der Ring auf der Oberseite des Amazon Echos auf, sobald ihr das Aktivierungswort Alexa, Amazon, Echo oder seit neuestem auch Computer von euch geben könnt. Das Aktivierungswort könnt ihr jederzeit in der Alexa-App ändern. Der Amazon Echo wurde so konzipiert, dass ihr ihn komplett per Sprache steuern könnt. Hierzu wird auf eine Fernfeld-Sprachsteuerung gesetzt, welche auf 7 verbaute Mikrofone zurückgreift und ich kann auch hier nur dasselbe sagen wie auch schon beim Echo Dot. Die Sprachsteuerung funktioniert bei Alexa um Welten besser als bei Google oder auch bei Apple. Wo man jedoch auf Probleme stößt, ist bei der Steuerung beim Abspielen von Musik. Bei Lautstärken unter 6 ist alles im grünen Bereich, zwischen 6 und 8 muss man schon richtig brüllen und alles darüber kann man sowieso nicht mehr kontrollieren und lasst euch eins gesagt sein, der Amazon Echo ist höllisch laut. Ich hatte noch keinen Bluetooth-Lautsprecher, welcher lauter war als dieser hier. Unglaublich.
Wenn ihr also mal bei Lautstärke 10 einen Befehl absetzen wollt, bleibt euch nichts anderes übrig, als über das Scrollrad auf der Oberseite des Echos die Lautstärke leiser zu drehen, da euch Alexa anders einfach nicht mehr versteht. Eine alternative Möglichkeit, um mit dem Amazon Echo zu kommunizieren, ist die Aktionstaste auf der Oberseite, welche das physikalische Gegenstück zu eurem Aktivierungswort ist. Möchtet ihr den Echo einmal muten, damit er nicht bei jedem Alexa oder Computer anspringt, könnt ihr das auch über die eingebaute Mute-Taste aktivieren. Ab dann reagiert der Echo nicht mehr auf euer Aktivierungswort, was vor allem bei Videos zum Amazon Echo echt von Vorteil sein kann. Der große Unterschied zwischen dem Amazon Echo und dem Echo Dot liegt jedoch ganz klar im verbauten Lautsprecher. Während wir beim Echo Dot nicht mal ansatzweise über den Klang diskutieren können, sieht das beim Echo schon ganz anders aus. Der Amazon Echo hat einen 360-Grad Lautsprecher eingebaut, welcher vor allem in Flurs oder anderen Räumen sehr nützlich ist, wenn man keinen gerichteten Sound erzeugen möchte. Diese Funktion hat mich persönlich sehr überzeugt. Klanglich lässt sich jedoch über den Amazon Echo streiten. Mit einem Sonos Play 1 kann der Amazon Echo bei weitem nicht mithalten, das ist aber auch nicht der Sinn von diesem Produkt. Bässe sind kaum bis nicht vorhanden, Basslovers werden hier also sehr enttäuscht sein. Die Mitten und Höhen hingegen sind einfach nur gelungen. Mich persönlich konnten diese durchaus überzeugen und ich habe den Lautsprecher auch noch mit ein paar anderen Bluetooth-Lautsprechern verglichen und ja, der Sound war einfach um ein Vielfaches klarer als bei vielen anderen Bluetooth-Lautsprechern. Wer also auf Bass verzichten kann, wird hier sicherlich nicht enttäuscht werden. Als rein Bluetooth-Lautsprecher würde ich ihn aber nicht empfehlen. Doch für was ist der Amazon Echo dann eigentlich geschaffen? Für mich ist das ganz klar die Steuerung des Smart Homes. Egal ob das Licht über Philips Hue oder das Heizkörperthermostat über Tadu, der Amazon Echo kann bereits viele Smart Home Produkte ansteuern und es werden von Tag zu Tag mehr. Alexa lernt im Laufe der Zeit immer neue Funktionalitäten, was den verfügbaren Skills zu verdanken ist. Diese kann man sich über eine Art App Store in der Alexa App herunterladen und auf dem Echo aktivieren. Somit wächst der Funktionsumfang von Alexa im Laufe der Zeit und immer neue Funktionalitäten kommen hinzu. Dieses Konzept finde ich genial und dies setzt auch das Produkt ganz klar von der Konkurrenz ab. Doch nun zu meinem Fazit. Für wen ist der Amazon Echo und wer sollte lieber die Finger davon lassen? Für einen Preis von rund 180 Euro bekommt ihr einen mittelmäßigen Bluetooth-Lautsprecher und einen hervorragenden virtuellen Assistenten. Wenn ihr bereits ein smartes Zuhause mit Produkten wie Philips Hue, Tadu oder sonstigen Alexa-kompatiblen Geräten habt, dann go for it. Ihr werdet es nicht bereuen. Doch auch abseits von Smart Home kann der Echo punkten mit Funktionalitäten wie der Musikwiedergabe über Spotify, TuneIn oder Amazon Music. Diese könnt ihr dann entweder direkt über den Echo abspielen lassen oder ihn mit einem Bluetooth-Gerät verbinden. Ein AUX-Anschluss wie beim Echo Dot ist leider nicht vorhanden und sollte in zukünftigen Versionen definitiv nachgerüstet werden. Auch die Multiroom-Funktionalität, wie man sie von Sonos kennt, ist hier noch Fehlanzeige. Ich persönlich nutze mehrere Echos im Haus und die Musikwiedergabe geschieht immer nur an ein. Das ist echt etwas schade und eine Funktionalität wie diese würde ich mir in Zukunft als Erweiterung sehr wünschen. Für herkömmliche Aufgaben wie dem Erstellen einer To-Do-List, Aktivieren von Timern und dergleichen würde ich jedoch nicht unbedingt zum Echo greifen. Hierzu reicht auch der Echo Dot oder sogar der eingebaute Assistent im Smartphone aus. Der Nutzen des Amazon Echos liegt also ganz bei euch, wie ihr ihn nutzen wollt. Für mich war es die beste Anschaffung seit langer Zeit und ich bin total zufrieden damit. Ich habe jedoch auch die kompatiblen Services wie Spotify oder Philips Hue, von daher bietet es mir einen gewaltigen Mehrwert, aber ob das auch bei euch so ist, müsst ihr wissen. Nun würde es mich noch interessieren, was haltet ihr denn vom Amazon Echo und Alexa? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!